Ganz vergessen im Fight. Was ich ein bisschen schade finde, das muss ich auch wirklich mal anmerken, hier sind keine Zettel. Meine ganzen Pfeile sind weg. Das ist eine zettellose Frechheit. Twitch Prime is not a crime. Banden beschränkt. Dankeschön für 48. Oh. Huch. So. Eier. 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 Haben wir Stabilität? Naja, das geht ja schon. Na gut, denn, Schauen wir uns hier mal um. Warum holen wir so viele Leute für einen Eindringling? Wegen der scheiß Schule und dem TV-Sender. Ich dachte, das waren Scars. Diese Eindringlinge arbeiten vielleicht mit ihnen zusammen. Nicht nachlässig werden. Sollen wir mithelfen? Du hilfst gar nichts mehr. Alles in Ordnung? Na los, sag was! Muss hier irgendwo sein. Oh, zum Glück, danke schön. Uiuiuiui. Ich glaube, wir werden gleich Tommy finden. Come on, baby, give daddy some loving. Paula, danke schön für 12 Monate.
Hier drüben! Beim Zaun! Die Axt. Verdammt. What the fuck? Tja, ihr habt euch leider Gottes so ein bisschen die falsche Spielkameradin ausgesucht. Tommy! Wir haben Tommy gefunden im Chat! Was zur Hölle machst du hier? Oh, what? Dachtest du etwa, ich lass dich hängen? Jesse? Wo ist Dina? In Sicherheit. Sie ist nur krank. Was hat sie? Nichts Schlimmes. Latein! Sie ist da lang! Scheiße, das sind echt viele. Maga, wären wir jetzt so eine Patchwork-Familie? Ey, das wird ja immer krasser. Wird schon wieder. Deine Freunde haben mich überrascht. Ganz ohne Vorwarnung. Sag mir, dass du nicht allein bist. Reg dich später auf. Das wird eine richtige. Du bist so ein Idiot, das weißt du schon, oder? Wenn wir jetzt einfach alle töten? Okay. Siehst du den Truck? Das ist dein Plan? Wir müssen hier wegkommen. Okay. Bereit? Ja. Hey, bitte sei vorsichtig. Okay. Wonach suchen wir überhaupt? Eindringling. Ich hab den Link. Der scheint wieder. Wir brauchen mehr Leute bei den Mauern. Bin ganz bei dir, Mann. Vielleicht in dem Haus? Ja. Wir werden angegriffen! Da! Da! Oh.
Danke, dass du meinst. Ultra beschissen! Ah, sag doch nicht, du hast sie, wenn du sie nicht hast! Jetzt kannst du sagen, hab sie alle! Was zum Ellie! Ist los? Hab die Schlüssel! Weg hier! Okay. Jetzt geht schon da. Oh, ich mehr. Komm schon, komm schon. Jesse, bring uns hier raus, verdammt. Ich versuch's. Ja. Jesse, mach sie alle. Scheiße. Das ist auch vollkommen okay. Los, komm! Hol dir ein! Oh, shit! Scheiße! Halt sie auf Abstand! Geh auf der Schussbahn! Ja, wenn du mal gerade fahren würdest, könntest du auch schießen! Nimm doch nicht jedes Drecksloch mit, was denn? Wie hat jedes Kackloch in dieser Straße mitnimmt? Entschuldigen Sie! Ellie, er schießt den Fahrer! Achtung! Das Gute ist, wir haben gleich alle Kriegsbemalungen abgemacht. Wir sind nicht voller Blut. Super. Alles okay? Oh, ging mir nie besser. Okay. Ich glaube, wir sind sicher. Ich glaube nicht. Hier, komm. Danke. Hier lang. Okay. Dina. Oh. Okay, jetzt. Okay, können wir jetzt bitte über diesen Elefanten, der im Raum steht, reden? Hey, Dina. Hey, alles okay? Ich brauche nur eine Portion Schlaf. Wir sollten reingehen. Ja, okay, komm. Langsam. Bist du an Maria vorbei? Mich rausgeschlichen. Ich lass meine Freunde nicht im Stich. Und du bist krank? Oh, nur ein bisschen Bauchweh. Komm, setz dich doch. Hm? Nein, nein, nein. Ach, das musst du nicht machen. Sei still. Wann bist du aus Jackson weg? Einen Tag nach dir.
Aber an der Grenze zu Oregon gab es viel Schnee. Ich war die letzten zwei Wochen jeden Tag 18 Stunden unterwegs. Ach ja. Du alter Angeber. Du hast mich schlafen gestellt. Kann ich dir nicht was schenken und alles ist vergessen? Ich weiß, du willst eine Entschuldigung. Alles. Alles. Hä? Hörst du mir zu? Ja, alles gut. Okay. Also, diese eisige Stille. Mann, ich meine, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde. Du solltest dich einfach entschuldigen. Ich habe nur gesagt... Okay, was liegt an? Nichts. Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt. Mir gehen Dinge im Kopf rum. Sag mir, wenn du darüber reden willst. Okay. Ich verstehe dieses Game nicht. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich wahrscheinlich zu blöd, um zu kapieren, wie dieses Storytelling hier funktioniert. I don't know. Da sind Versprengte. Wie viele? Eine Handvoll. Willst du es probieren? Nee. Muss ich? Ich muss, oder? Ich muss. Bist du sicher? Bin heute großzügig. Siehst du das Schild da? Das rote? Versuch es zu treffen. Gut, um sie aus ihren Löchern zu locken. Du musst höher zielen. Gib der Kugel Spielraum zum Fallen. Okay. Sehr gut. Geräusche locken sie an. Wir sind auf Patrouille. Lass sie uns. Bitte. Das waren alle. COD-Headshot. Wenn du weiterschießen willst, meist gibt es dort noch mehr. Okay. Nee, danke. Woher kommen die? Die Horden halten sich im Winter gern in diesem Gebiet auf. Und sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Ha. Warum wohl? Also, wenn das Barometer eine bestimmte... Temperatur erreicht. Ach, ich weiß es auch nicht. Sieh dir den Schuppen an. Sonst laufen sie den Hügel runter. Wieso? Totes Tier. Sieh hoch, dort bei dem Wagen. Sie fressen sich an dem Hirsch da satt. Sie haben wohl Hunger. Was? Keine Ahnung, wovon du redest. Na hier. Ich bin beeindruckt. Sieht gut aus. Da sind bestimmt welche. Ist da was beim Skilift? Schau da hinten hin. Unter den Gondeln. Am Turm. Siehst du's?
Lass dir Zeit. Na bitte, noch ein paar mehr. Erwischt. Mach das Teil. Drei noch. Da sind noch ein paar. Du kriegst das raus. Du hast Talent. Was dachtest du denn? Wunderbar. Ich sehe keine mehr. Ja, ich auch nicht. Okay, gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Her damit. Hey, danke. Genau, was ich brauchte. Klar. Ladies first. Ich soll eigentlich nichts sagen. Aber Joel macht sich Sorgen um dich. Gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, wird er glauben, dass was nicht stimmt. Ich rede mit ihm. Mehr als nur Hallo und Tschüss, okay? Okay, ich versuch's. Ganz ruhig, Freunde. Hey, Grumpy, moin. Habt ihr da draußen geschossen? Nur ein paar Versprengte. Ellie hat mein Visier ausprobiert. Und, wie war's? Ja, war ganz gut. Oh. Bist wohl nicht dazu gekommen, die Seiten zu wechseln. Hätte ich das machen sollen? Ja, du... Wir besorgen dir neue. Da unten ist ein Musikladen. Die haben bestimmt Gitarren. Ich meine, es wird doch sowieso mal Zeit, sich da umzusehen. Ich halte Wache. Was meinst du? Klar. Ja, es wird Zeit. Willst du wirklich nicht mit? Geh schon los. Er wartet. Okay, gehen wir. Okay, komm mit, Kleine. Also, haben Tommy und du was gesehen, als ihr unterwegs wart? Nur die paar, die wir vorher gesehen hatten. Und du? Naja, zwei Runner in einem Haus. Jesse meinte, du kommst echt gut klar bei diesen Gruppenpatrouillen. Er meinte, er würde dich für Paarpatrouillen empfehlen. Ich glaube, du bist noch etwas jung dafür. Ich bin eine bessere Schützin als fast alle anderen. Und ich habe mehr Erfahrung als die meisten neuen Rekruten. Hör mal, wenn du meinst, dass du bereit bist, glaube ich dir. Okay, danke. Aber tu mir einen Gefallen und nimm erst mal die kürzeren Routen. Du weißt schon. Um zu sehen, wie du klarkommst. Okay. Weißt du noch, diese Savage Starlight Comics, die du so magst? Ja. Tommy und ich haben welche gefunden, als wir neulich in der Schule waren. Haben sie dir gefallen? Oh, naja, die sind nicht wirklich meins. Dr. Daniela Starr ist ziemlich... Sie ist knallhart. Was sie in dem Kampf mit Captain Ryan anstellt. Wow. Ja, ich meine, er hat es schon verdient. Aber cooler Twist, wie sie entkommen sind. Du bist witzig.
Haken geht's auch. Lass besser die Pferde hier. Ja, klingt gut. Hey, Schimmer, pass auf dich auf. Da ist der Musikladen. Ja, ich sehe ihn. Brauchst du Hilfe? Hab schon. Hier können wir nicht lang, oder? Was? Verdammt! Da konnte man sonst drüber schwimmen. Okay, und was jetzt? Naja, wenn du willst, könnten wir durchs Hotel gehen. Okay, gern. Das könnte was sein. Glaubst du, du passt da rein? Versuchen kann ich's. Vorsicht! Yep. Ich bin durch! Moment! Okay. Beeindruckt? Nee, du bist einfach zu dünn. Du musst mehr essen. Ach, gern geschehen. Ich glaube, da geht es durch, aber hier sind Spuren. Setz die Maske auf. Muss das sein? Wir sind's doch nur. Was, wenn wir jemanden begegnen? Okay, gut. Wir müssen das klug angehen. Wenn du aufhörst, die Maske zu tragen, wirst du irgendwann einen Fehler machen, wenn es gar nicht passt. Ich mache keine Fehler. Du hast es niemandem sonst erzählt, oder? Nicht Jesse oder Dina oder... Natürlich nicht. Okay, gut. Hey, cool, also... nach 12 Stunden erzählt uns der mal einer so halb... in einem Satz, was eventuell los ist. Schon mal drin? Nein, wir patrouillieren nur auf den Straßen. Fühlt sich an wie ein Versäumnis. Vielleicht. Musik.